بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، liebe Geschwister, kommen wir heute zum fünften und letzten Bittgebet bzw. Dhikr oder Gedenkspruch, den man in der Beugung spricht. Und zwar lautet dieser: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Zu Deutsch ungefähr: Preis sei dem Besitzer der Macht, des Königreichs, des Stolzes und der Größe. So kommen wir immer zur Beweislage. Und zwar finden wir diesen Gedenkspruch in den Sunan von Abi Dawud, im Hadith von Auf ibn Malik, der das Nachtgebet mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verrichtete eines Nachts und sagte dann, und als er sich beugte, sagte er: Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Den gleichen Hadith überliefert Imam al-Nasa'i in seinen Sunan mit dem gleichen Wortlaut. Und der Hadith ist authentisch, also sahih bzw. hasan. So, was heißen diese Worte? Subhana dhil jabarut. Den Tasbih, wie gesagt, du merkst, es ist eine Linie, die sich komplett durchzieht. Das ganze Gebet steckt voller Tasbih. Und das haben wir schon 100 Mal erklärt. Allah immer wieder und immer wieder, subhanahu wa ta'ala, frei zu sprechen und loszusagen von Mängel und Schwäche. Subhana dhil jabarut, wie der Besitzer von al-jabarut. Was ist al-jabarut? Al-jabarut kommt von at-tajabbur. Was ist at-tajabbur? At-tajabbur ist at-ta'azzum. Was ist At-Ta'azzum? Das ist die Gewaltigkeit, die Gewichtigkeit, die Höhe. Stolz ist ebenfalls inbegriffen in diesem Wort. Und in Al-Jabarut, da stecken die Buchstaben drin, Jim, Ba und Ra. Und daraus ergibt sich auch der Name Al-Jabbar. Ein Name von den Namen Allahs, Al-Jabbar. Und dieser Name beinhaltet diese drei Dinge, so sagt es Ibn al-Qayyim: Gewaltigkeit, Höhe. Und Al-Jabbar ist jemand, der einem wieder aufhilft, nachdem man gefallen ist. Und Imam al-Sa'di fügte eine vierte Sache hinzu, nämlich den Stolz. Also das sagst du in deiner Beugung, frei ist zu sprechen. Los ist es, ihnen zu sagen. Wen denn? Dem Besitzer von diesen Dingen. Gewaltigkeit, Höhe, Stolz etc. Also alles Ausdrücke und Wörter, die passend gerade zu deiner Körperhaltung sind. Du bist da gebeugt und preist einen Gewaltigen, einen Hohen, einen Stolzen, und du bist da gebeugt. Subhanallah. Dann sagen wir Wal Malakut. Und Al Malakut, da steckt Mim, Lam und Kaf drin, also Mulk oder Milk, Herrschaft und Besitz. Also der Besitzer von der Herrschaft oder der Besitzer von Reich, von Königreich. Welches Reich ist denn hier gemeint? Ja, das Reich der Himmel und der Erde. Und alles, was existiert, er ist der Besitzer davon. Himmel und Erde und alles, was dazwischen ist und in ihnen ist, gehört ihm. Subhana dhil jabarut wal malakut. Gepriesen ist derjenige, der diese Reiche oder dieses Reich in seiner Hand hat, in seiner Macht hat. Also hier merkst du wieder Kraft und Power. Und dieses Reichtum,
Beziehungsweise dieses Königreich hat Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam gezeigt, als er sagt in Surat al-An'am: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Und so wollen wir Ibrahim zeigen, schau hier, das Malakut, das Königreich, der Himmel und der Erde. Und in Yasin sagte er: بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. In seiner Hand ist das Reich und die Herrschaft aller Dinge. Also hast du es hier mit einem Reichen zu tun, der alles in der Hand hat. Im ersten Wortlaut Jabarut merkst du Kraft und Stärke. Und im zweiten Wortlaut merkst du Reichtum und absolute Erhabenheit und Größe. Und Qudra auch, Macht, alles zu machen. Denn wer alles in der Hand hat, die Himmel und was in ihnen ist, die Erde, was in ihr ist und alles, was dazwischen ist, dieser hat Macht und kann machen, was er will. Und es geht weiter. Wal-Kibriya heißt es danach. Wal-Azama. Also dieser Gedenkspruch steckt voller Kraft und Macht und Reichtum. Und Al-Kibriya und Al-Azama sind ähnliche Wortlaute. Da liest man ganz deutlich heraus, Kaf, Ba und Ra, Kibr, also Stolz, subhanahu wa ta'ala. Und Al-Azama ist die Gewaltigkeit. Diese zwei Eigenschaften gebühren ihm alleine, subhanahu wa ta'ala. Es gibt Eigenschaften, die man dem Menschen zuschreiben kann. Natürlich ähnelsinnig seinem Schöpfer, beispielsweise Ar-Rahim, ein Mensch, kann Rahim sein und Allah ist Ar-Rahim schlechthin. Ein Mensch kann seine Familie versorgen, indem er die Mittel dafür macht und somit seine Frau, Familie etc. versorgt. Doch Ar-Razzaq schlechthin ist Allah. Doch Al-Kibriya und Al-Azama, diese darf kein Mensch praktizieren. Das sind spezielle Eigenschaften für ihn, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt er es auch im Hadith Qudsi. Al-Kibriya uridai, sagte er. Diese Kibriya, dieser Stolz, diese Oberhoheit, dieser Führungsanspruch ist mein Rida, mein Gewand. Wal-Azamatu izari. Und die Gewaltigkeit und diese hohe Stufe von mir, dass man sich als einen gewaltigen Großen sieht, das wäre für einen Mensch haram, stolz und hochmütig zu sein, aber nicht für Allah. Und deswegen sagte er, Wal-Azamatu izari. Und diese Azama, Gewaltigkeit, ist mein Untergewand. Pass auf jetzt. Und jetzt kommt das Urteil dafür, dass es haram ist für den Mensch. So heißt es weiter. فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ. Weist auf eine große Sünde hin, wer hochmütig ist und sich als Gewaltigen sieht. So sagt er weiter, فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا. Wer mir eine von diesen zwei Eigenschaften streitig machen will, das heißt derjenige, der sich auch damit bekleiden will, قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ, den werde ich in die Hölle schleudern. Subhanallah. Also wisse, was du da aussprichst in deinen Gedenksprüchen, während du betest, das sind gewaltige Worte, die von großer Bedeutung sind, in denen man nur in Demut verfallen kann. Doch dieses passiert nicht, weil wir nicht die Bedeutung wissen. So viel dann zu diesem letzten Dhikr oder Dua. Nun erheben wir uns vom Rukur und jetzt kommen die weiteren Aussprüche. Diese werden wir wieder nach für nach erklären, insha'Allah wa ta'ala. Hada wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.